Und die Frage ist, wer entscheidet über deinen Erfolg außer dir selbst? Konkret, Tony Robbins suchte sich jemanden, der seinen Glaubenssatz sprengte. Stichwort, wenn du sagst, ich bin zu jung. Mark Zuckerberg war mehrfacher Milliardär unter 30. In Silicon Valley gibt es 16, 17, 18-Jährige, die sind jetzt schon seit Jahren finanziell durch, Millionäre, die allerdings den Zeitgeist erkannt haben und verstanden haben, alles fängt mit einer Idee an. Der ganze Raum hier, alles, alles in diesem Raum ist irgendwann mal gedacht worden. Und deswegen, wenn zu wenig Knete da ist, dann Mangel an Wissen lasse ich nicht gelten. Mangel an Beziehung lasse ich nicht gelten. Mangel an anderen Ressourcen, Blödsinn. Alles, was dir fehlt, ist eine einzige Idee. In Form von einer Gammawelle aus dem Unterbewusstsein. Und wenn die kommt, wumm, dann passiert Magic. Wenn der Mensch bereit ist, umzusetzen. Weil alle Dinge entstehen zweimal, Idee, Umsetzung. Die meisten schließen die Lücke nicht, stottern ihr Leben lang ab und wundern sich, dass sie am Ende durchschnittliche Erlebnisse und Ergebnisse haben. Erfolgreiche Menschen, Idee, Umsetzung. Idee, Umsetzung. Wenn ich eine bei Friedrich gelernt habe, eine Sache, heute Idee, morgen umgesetzt. Heute Idee, umgesetzt. Mach dich selber zu einer Lern- und Umsetzungsmaschine. Betonung auf Umsetzungsmaschine. Und die konkrete Frage zum Glaubenssatz sprengen, die du dir immer wieder stellst, egal wo du dich gerade erwischt. Du bist gerade im Restaurant, möchtest was Gutes essen und merkst, du guckst auf den Preis und sagst, ah nee, ich nehme lieber die Pasta, die kostet 3-4 Euro günstiger. Und du dann sagst, naja, ist ein bisschen zu teuer. In dem Moment unterbrechen das Muster, sich cutten, du kannst dir irgendein Symbol antrainieren, egal was, du kannst dich kneifen. Kannst du auf alles übertragen. Wenn ein Mann die ganze Zeit in einer Beziehung ist, merkt allerdings, dass er anderen Frauen, gibt es ja hübsche Hühner da draußen, immer wieder hinterher guckt. Ja? Dann kann der Mann, um diesen Glaubenssatz zu sprengen, anderen Frauen ständig hinterher zu gucken, seinen Fokus, seine Aufmerksamkeit dahin lenken und sagt, ey, ich habe keine Lust, ich möchte meine Frau lieben und nicht mich die ganze Zeit an schönen anderen Körpern ergötzen. Dann kann er einfach das Muster unterbrechen, indem er das Bewusstsein dafür sensibilisiert und sagt, ich habe keine Lust darauf, sich selber kneift oder das Muster unterbricht. Verstehst? Das Ganze machst du auch mit Geld. Wenn du das nächste Mal merkst, du stehst dir selbst im Weg, erlaubst dir Dinge nicht, ist das wirklich wahr, dass das jetzt zu teuer ist? Und dann unterbrichst du das Muster mit der Frage selbst in dem Moment. Unterbrichst du das Muster nicht, wiederholst es nur und findest dich am Ende in der Straße, wo alle landen, die ein durchschnittliches Leben führen. Weil du nicht bereit warst, in dem richtigen Moment gegen das Monster in deinem Unterbewusstsein anzukämpfen, zu hinterfragen. Ist das wirklich wahr? Wie schön, dass du bis zum Ende geschaut hast. Zwei kurze Dinge. Damit du auch weiterhin von diesem spannenden Erfolgswissen profitierst, kannst du hier den Kanal abonnieren und bekommst einen nagelneuen Videokurs im Wert von 99 Euro passend zu diesem Thema von mir als Geschenk hier. Der Erfolg ist in dir, dein Maxim Mankiewicz.